Hier sind wir stehen geblieben, Leute, bei Super Mario 3D World. Wir gehen hier wieder durch die Röhre und gehen zurück auf die richtige Map. Und 100 grüne Sterne haben wir leider ja noch nicht. Aber wir haben hier ja noch ein paar Level zu absolvieren. Und da werden wir dann auch bestimmt auf 100 grüne Sterne kommen. Erstmal gehen wir hier rein. Sturm auf die Kugelwilli-Festung. Alles klar. Hey, ich will... Ja, ich will das hier benutzen. Jo. Das hat ja jetzt viel Unterschied gemacht. Was soll der Scheiß? So, eine Glocke. So, wir müssen diese Festung anscheinend erklimmen hier. Ja, guck doch, hier ist doch bestimmt irgendwo ein grüner Stern denn oder sowas. Ah ja, tatsächlich, da ganz oben. Sehr gut. Aber hier ist eine Zeichen nur. Ich dachte vielleicht, das wäre der Stempel. Dem ist aber nicht so. So, machen wir mal hier mal ein bisschen die Kisten kaputt. Oh, ein Pilz. Und rein in den Würfel. Checkpoint. Hilfe, Hilfe! So, hier oben vielleicht was. Man kann da hoch, aber... Da oben ist nichts. Oh, ein Riesenkugel, Willi. Ja, wir haben bestimmt schon wieder einen grünen Stern verpasst, Leute. Opa! Ja, ich gehe mal lieber hier so hoch. Das wirkt ein bisschen sicherer. Ah, komm. Ah, da ist ein grüner Stern. Den wollen wir haben. Wie machen wir das jetzt hier? So. So. Ah, ja, okay, 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 okay. Klappt. Und ja, ich habe doch gesagt, wir haben einen vergessen. Ich habe schon geahnt. Und da ist auch schon das Ziel. Okay, aber wir haben 2 von 3 gefunden. Das ist ganz okay soweit. Somit fehlt uns nur noch ein grüner Stern, damit wir die 100 voll haben. Miau. So, der Level sieht ganz witzig aus. Winterstürme. Let's go. Oh. Chill mal. Oh, eine Feuerblume. Okay, hier oben ist... sind nur Münzen. Okay, dann können wir die Feuerblume eigentlich getrost nehmen. Das werden wir auch machen. Denn ich spiele lieber mit Feuerblume, Leute. Ja, der sieht ja witzig aus. Alter, richtiger Torwart. Schaut euch den an. Hier, zack. Ah, den konntest du nicht halten, wa? Ah, den auch nicht. Und den? Ah, okay, du bist doch kein Torwart. Yeah, ein Schlittschuh. Kann ich da über die Stacheln rüber? Ja, okay. Wow.
Das ist witzig gemacht mit dem Schlittschuh. Komm, schneller, schneller. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen Geduld auch mitbringen. Jupp, geschafft. Und ab. Das war knapp. Noch kein grünen Stern, Leute. Da habe ich doch bestimmt schon wieder einen verpasst. Noch eine Feuerblume. Das ist ein grüner Stern. Und vielleicht, wenn ich darüber gehe, brauche ich da unbedingt einen Schlittschuh für? Ah, guck mal, da haben wir doch einen. So, was jetzt hier? Komm rein, da schnell. Oh, das schaffen wir, glaube ich, nicht mehr. Ja, wir haben es doch noch geschafft. Juhu! War zwar nicht die mega schnelle Leistung, aber es hat gelangt. Und ich hatte das Gefühl, die 1 stand da ziemlich lange. Oh, Scheiße, wie machen wir das denn jetzt? Komm! Nein! Wo bleibt denn der Tornado? So, jetzt sind wir schneller als gerade. Oh, Mario! Mario! Alles gut. Versuchen das noch einmal, Leute. Ja, oder lieber nicht. Nee, lieber nicht. Wir haben ja 1 Stern und haben somit 100. Hey, hey! Wir drücken mal vorsichtshalber Minus und nehmen uns die Feuerblume. Nein! Ja. Ohne Worte, Leute, was ich jetzt hier gerade fabriziere. Oh, noch schön mit dem Stampfer auf den Stachel drauf. Komm, jetzt holen wir uns hier wenigstens den Pilz. Ui, das war sogar relativ knapp. Hätten fast den Stern bekommen. Aha, ausgetrickst. Ey! Wie lange geht denn das? Fuck, ey. Oh ja, jetzt hatten wir gutes Timing. Sehr gut. Okay, das war's. Leck mich doch, Mann. Wir haben den einen grünen Stern, den wir brauchen, um 100 voll zu kriegen. Bup. 100 grüne Sterne, Leute. Was haben wir hier? Schicht in der Fuzzi-Fabrik.
Wir schauen aber erstmal, was sich unter diesem Bowser-Geröll befindet. 100 Sterne weisen wir vor. Das Haus der 1000 Touchscreen-Türen. Oh mein Gott. Muss ich da wieder den Controller wechseln? Ja, tatsächlich. Alles klar, ich habe es befürchtet, Leute. Ich habe es befürchtet. Dann werden wir diesen Level erstmal überspringen. Und werden uns in die Fuzzi-Fabrik gesellen. Let's go! Schicht in der Fuzzi-Fabrik, ja. Oh, ein Blatt. Ah, guck mal, das geht immer so hoch, alles. Der ganze Screen geht mit hoch. War jetzt nicht wirklich mega schnell. Da ist das Stempel. Liegender Knochen trocken. Den Stempel holen wir uns. Oh fuck. Oh 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 oh! Da ist ein grüner Stern. Wie kriegen wir den? Ah, okay, mit Stamper. Okay, alles gut. Mit Stamper können wir durch die Wolken. Alter, diese schwarze Wolke da, ey. Ich weiß gar nicht, wie diese schwarzen Viecher heißen. Oh nein, ein Stern. Den möchte ich haben. Haben wir. Sehr gut. Komm, komm, komm. Schnell weiter. So. Komm, zeig, was da oben ist. Okay. Ah, wieder ein Stern. Nice. Haben wir alle drei grünen Sterne ergattern können. Gut, und das ist es dann bestimmt auch gewesen. Ja, der Level war sehr angenehm. Relativ leicht. Ja, soll uns recht sein. Oh, jetzt haben wir diesen Wolkenstempel da bekommen. Yeah, 103 grüne Sterne. Ui, und jetzt sind wir hier schon beim Schloss, Leute. Bowsers Bomb-Bomb-Brigade. Die hellblaue Fee befreien, Leute. Und ab. Oh, direkt mein Tanuki verloren. Scheiße, was mache ich denn da? Okay, alles gut. Ein großes Kästchen. Oh. Daneben. Jetzt aber. Und eine Bombe. Oh, guter Wurf. So. Hier runter, da hoch. Was mache ich da? What the fuck? Ey, was soll das denn jetzt schon wieder hier, ey?
ganze Kacke nochmal hier. Ne, Scheiße! Was habe ich da gemacht, Leute? Aber okay, Fails gehören zu Mario dazu. Auch wenn ich auf solche unnötigen Fails durchaus verzichten könnte. Aber es ist meine Schuld gewesen, natürlich. So, den grünen Stern holen wir uns. Ah, guck mal, so kommen wir leider. Aber rote Münzen bringen ja auch nichts. Kriege ich da ein Blatt, ja, tatsächlich. Die Bombe ist schnell weg. Boah. Kommt der Hammerbruder da angejumpt. Wo bin ich? Oh mein Gott. Ich habe mich gerade kurz nicht gesehen. So, hier geht's weiter. Gut. Hammerbruder erledigt. Habe ich gar nicht mitbekommen. Jawohl. Und wieder ein Stern. Okay, den zweiten Stern haben wir schon verpasst. Aber okay. Was geht hier? Stempel? Achso, ich dachte, man kann hier vielleicht durch. Aber vielleicht mit einer Bombe. Aber ich kann nicht wieder zurück. Okay, scheißegal. Wir gehen durch die Röhre. So, jetzt kriegt der hier eine Trachtprügel. Zack. Einmal getroffen. Zweimal getroffen. Einmal noch. Gegen meinen Tanuki-Schwanz hat er keine Chance. Auch wenn er meint, hier einen auf Beyblade machen zu müssen. Zack, das war's. Yippie! Schneller, die Zeit läuft uns davon! Kein Stück, Leute. Jo, hellblaue Fee, wir kommen. Wuppa! Jo, bauen wir uns wieder eine neue Röhre, bitte. Ja, danke schön. Vielen lieben Dank. Und bevor wir uns das angucken, Leute, machen wir jetzt hier den Level mit dem Touchpad. Auch wenn ich das eigentlich nicht möchte. Ich hasse doch dieses Touchpad. Aber okay, da müssen wir durch. Allein wie sich das anfühlt, die Hände so weit auseinander und dieses Teil, ey. Was hat Nintendo sich dabei gedacht? So, erstmal Steuerung durchchecken. Ja, nur damit ich diese Türen öffnen kann, weil ich da halt mit dem Touchpad draufdrücken muss. Oh cool, den nehmen wir mit. Das ist so lame, ne?
Nur um diese Türen zu öffnen, ey, was soll so ein Quatsch, ey? Münzen! Oh, ein Gegner. Okay, ist dahinter vielleicht ein Stern? Ey, da kann man gar nicht. Ey, was ist das denn jetzt? Guck mal, ich bin jetzt so ein Goomba. Ah, guck mal, jetzt denkt er, ich bin ein Freund von ihm. Ich möchte das aber nicht mehr aufhaben. So, grüne Sterne habe ich bisher hier noch nicht entdeckt. Hier schon beim Checkpoint. Ah, da ist ein grüner Stern. Ja, witzig. Wie soll ich da hinkommen? Ja, wie soll ich da denn hinkommen? Jetzt haben wir unseren Goomba, unsere Goomba-Maske verloren. Sehr tragisch. Ah, okay, ich habe gerade eine Idee, Leute. Den Stern kann ich doch bestimmt mit so einem Boomerang abwerfen. Oder? Was meint ihr? Ah, der ist nicht auf gleicher Höhe, ne? Ne. Shit, Leute. Oder ist das hier tiefer auf der Seite? Ne, ist es nicht. Keine Ahnung. Interessiert mich jetzt erstmal nicht. Irgendwas muss ich dagegen werfen wahrscheinlich. Oh, haben wir da den Gong betätigt? Machen wir doch gleich nochmal. Zack. Oh, diesmal gibt es Münzen. Okay, wenn ich weitergegangen wäre, wäre bestimmt ein Stern da gewesen. Aber egal. Wir beenden den Level. Wir sind hier so ein bisschen durchgerusht, mehr oder weniger. Bin froh, dass ich das überstanden habe hier mit dem Touchpad, Leute. Wenigstens haben wir einen Boomerangwerfer hier ergattern können. So, und bevor wir den Part beenden, Leute, schauen wir uns natürlich nochmal die nächste Welt an, und zwar Welt 7. Oh, es geht noch höher. Ui! Geht dich nochmal mit Sequenz, Leute. Ah, hier taucht ein Level auf, alles klar. Boss Blobarius, großer Auftritt, Leute. Der Korken hier. Keine Chance, hier weiter durchzukommen. Alles klar, Leute. Wir sehen uns im nächsten Part wieder von Super Mario 3D World. Bleibt dabei. Ihr könnt mich ruhig kostenlos abonnieren. Bis zum nächsten Video, Leute. Ciao.